Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Tutorial Minecraft 1.3.1 Stone Growth auf 1.2.5, 1.2.4, 1.2.3 oder 1.1.0. Und wir starten gleich auf die Schnelle, und zwar die meisten werden es wissen, wo sie ihren Minecraft-Ordner finden. Einige wissen es nicht so genau und deswegen gehen wir einfach auf Start, Systemsteuerung. Da ist die Systemsteuerung und dann klicken wir auf Darstellung, Anpassung, Ordner, Optionen, und dann geht das Fensterchen auf und dann kann man unter Ansicht, wenn man nach unten scrollt, versteckte Dateien und Ordner einem anzeigen lassen. Da übernehmen wir das Ganze. Okay, dann haben wir, Moment, jetzt mal das zu, auf C auf einmal jede Menge Ordner, wo auf einmal sichtbar geworden sind, und dann findet ihr euer Minecraft unter Benutzer, in meinem Fall OTW, bei euch ist es aber euren Benutzername, dann ab Data, Roaming, und dann ist Minecraft hier oben. So, ich würde euch vorschlagen, dass ihr trotz des Fehlers euer altes Minecraft grad nehmt oder von vorne als kopieren und dann in einen irgendeinen Ordner, wie zum Beispiel hier Minecraft, ja, das ist was anderes, das kann ich normalerweise den Inhalt komplett löschen, was hier drin ist, löschen und dann gerade das Ganze hier einfügt. Und dann habt ihr eine Sicherung von dem, was ihr noch habt, von eurem Ordner. Und dann starten wir auf die Schnelle eine neue Installation. Das geht ganz einfach. Ihr klickt auf den Download-Link in der Videobeschreibung Minecraft.net. Dann geht das Fenster auf und ihr werdet mit der Minecraft-Seite verbunden, und da ladet ihr euch die Minecraft-Exe herunter. So, hier ist sie. Ich schließe das, mache das klein. Die ist bei mir im Sicherungen-Downloads. Hier ist die Minecraft-Exe. Die nehme ich mir kurz, ziehe sie hier raus, geht dann auf die Benutzerseite wieder, OTW, Updatang, Roaming, lösche gerade mal den Minecraft-Ordner, damit ihr seht, wie Minecraft dann installiert wird, wenn es neu gemacht wird. Ein Doppelklick auf Minecraft ausführen. Dann müsst ihr hier euren Benutzernamen von Minecraft eingeben. In meinem Fall Tulukan, und dann das Passwort. In meinem Fall sage ich es nicht. Remember das Passwort, Login. So, und jetzt wird hier schon wieder der Minecraft-Ordner erstellt. Und die neue Minecraft Jar heruntergeladen. Alles Daten, die wo benötigt werden für Minecraft. Ihr seht, es ist sogar noch schon wieder neu, die Minecraft 1.3.1. Das Ganze schließen wir hier wieder. Nehmen gerade die Minecraft Exe, schieben sie hier rein. Und wir haben ja jetzt 1.3.1. Ich biete euch jetzt hier in der Videobeschreibung, findet ihr diese vier Links, einmal zu der Version 1.1, 1.2.3 und so weiter. Das wird geduldet, dass man die Minecraft Jar für solche Zwecke bereitstellt, weil über die Minecraft Normalseite man nicht mehr die Jars der vorhergehenden Versionen bekommt. Alles andere, eine bearbeitete Minecraft Jar, das sind alles unbearbeitete Minecraft Jar, wäre nicht mehr legal. So, ich klicke gleich mal drauf auf die 1.2.5 und die lade ich mir hier runter, Download, behalten, und sie kommt hier runter. Okay, na, auf, gib Gas, was ist los, geht so langsam. Ich schließe gerade wieder das, ich schließe das Fenster jetzt ganz und ich habe jetzt wieder unter meiner Download-Ordner die Minecraft-Jar bekommen. Diese ist jetzt die 1.2.5, die kopiere ich oder lege sie in mir einen Ordner und schreibe dann hin Minecraft 1.2.5 Jar. Gehe zurück auf den Benutzer, OTW, mein Updata, Roaming, Minecraft. Im Bin-Ordner ist ja jetzt im Moment noch die 1.3.1 und hier mache ich gerade einfügen, ja, überschreiben, gehe eines zurück, starte Minecraft erneut, ausführen, Login, und
Ich habe jetzt wieder eine Minecraft 1.2.5 und könnte wieder auf Servern mit 1.2.5 spielen. Das war auf die Schnelle ein Download, wie man es machen kann. Ihr bekommt von mir sozusagen das hier in der Videobeschreibung. Und die Videobeschreibung findet ihr. Moment, jetzt habe ich die falsche Seite aufgeöffnet. Das macht aber nichts auf. Ich gehe mal gerade auf ein Tutorial. Dann nehmen wir das vom Redlet. So, hier mache ich aber auch gleich Pause. Oh, das will ich nicht. So, und wenn ihr hier auf mehr Anzeigen geht, jedes Mal bei den unter den Videos, dann sind hier unten drinnen meine Beschreibungen, wo ich dazu setze. Und in dem Fall wird dann dieses hier unten drunter unter mehr, wo ist wieder das mehr, in dem Fall steht jetzt wieder weniger Anzeigen, unter mehr Anzeigen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Minecraft. Ciao, ciao. Euer Olli.